So, jetzt nehme ich mal ein paar Gedanken auf zum Thema Kronleuchter zusammenbauen und Kronleuchter anbringen an der Decke. Heute ist Sonntag, der 12. November, und ich durfte heute in den Genuss kommen und einen Kronleuchter aus Einzelteilen aufbauen und diesen an der Decke befestigen und auch den elektrischen Anschluss realisieren. Warum durfte ich das? Ich sage bewusst dürfen, denn was mir halt geschenkt wurde, würde ich sagen, ist Vertrauen. Es war nämlich nicht meine Wohnung und auch nicht mein Kronleuchter. Ich war woanders eingeladen und durfte dort das dann erledigen. Im Vorfeld wurde sich vergewissert, ob ich Erfahrung mit elektrischen Schaltungen habe und so weiter. Das hatte ich bejaht. Ich selbst habe eine abgeschlossene Ausbildung als Industriemechaniker und die Elektronik war theoretisch etwas Teil. Auch der Unterschied zwischen Wechselstrom und Gleichstrom zum Beispiel, dass bei Wechselstrom halt die Stromrichtung, bei Gleichstrom ist halt immer die gleiche Stromrichtung. Also kann man sich das auch gut merken. Wechselstrom, der wechselt halt die Stromrichtung, es wechselt halt 50 oder 60 Hertz. Ganz schnell, die Sekunde wechselt halt immer die Stromrichtung hin und her. Die Pole gibt es halt. Bei Gleichstrom haben wir Plus und Minus, bei Wechselstrom haben wir eben nicht Plus und Minus. Da ist es eigentlich dann auch egal, zumindest vor allem, wenn es um Lampen geht, meine ich. 100% sicher bin ich mir da nicht, aber bei Lampen scheint es auf jeden Fall egal zu sein. Da schon mal direkt ein Spoiler. Hier bei diesem Kronleuchter waren da auch nicht die Kabel farblich getrennt. In zum Beispiel braun und blau. Das war alles gleich farbig. Und ja, genau. Wo mache ich weiter im Text? Warum mache ich das Ganze eigentlich hier jetzt und plane es auch für YouTube? Ganz einfach. Ich selbst, wenn ich ein Problem habe oder andere machen das ja dann wahrscheinlich auch, man hört es ja immer wieder. Man hat ein Problem und man fragt sich, wie mache ich das? Ich habe das noch nie gemacht. Und dann guckt man mal auf YouTube. Ja, da ist eine Anleitung. Ja, das zeigt sogar ein Mann in einem YouTube-Video, wie man richtig Hemden bügelt. Ja, und zum Thema Kronleuchter, Montage und auch Anbringen gibt es schon Videos auf YouTube. Allerdings, wie es halt oft so ist, jeder erklärt anders und vor allem auch bei den Kronleuchtern gibt es verschiedene Varianten und verschiedene Typen. Genau. Also, jetzt hatte ich den Grund, warum ich das Ganze mache, erklärt, warum ich das Ganze jetzt aufspreche, warum auf YouTube, warum habe ich überhaupt den Kronleuchter montiert, wie kam ich darauf, Kleinanzeigen, ich bin Fan von Kleinanzeigen, also an der Stelle auch Werbung für Kleinanzeigen. Angenommen, man möchte irgendwas wegwerfen. Warum wegwerfen? Vielleicht hat es ja noch einen Nutzen oder Sinn oder einen Wert für andere, kurz ein Foto in Kleinanzeigen rein zu verschenken oder vielleicht sogar zu verkaufen. Jemand anders kann darin noch Wert sehen. Oder ich brauche Hilfe. Hat jemand Ahnung von PCs, hat jemand Ahnung von Waschmaschinenreparatur, kann man sich Hilfe auch auf Kleinanzeigen suchen, Reparaturhilfe oder Fahrgemeinschaften. Hey, such eine Fahrgemeinschaft an den und den Tagen. Kleinanzeigen ist, finde ich, ein super Anlaufpunkt, um sich gegenseitig zu helfen. Und regelmäßig checke ich Kleinanzeigen ab. Und die Anzeige mit dem Kronleuchter, die war einfach aufgefallen, weil wie selten, ja, ist schon einfach sehr, sehr selten, dass jemand so ein Anliegen hat, irgendwas mit dem Kronleuchter. Ich habe das bisher sonst noch nie auf Kleinanzeigen gesehen. Mich hat das nicht abgeschreckt. Ich fand es sehr spannend
Und mein Hintergrund war, ich habe Industriemechaniker gelernt. Ich habe zu Studienzeiten 2014 mal eine ganze Lampenfassung für eine alte Freundin damals, habe ich eine ganze Lampe, Deckenlampe und Lampenfassung improvisiert. Es war einfach nur ein Holzbrett mit 3 Nägeln drauf. Da wurde die Lampe reingeschraubt und hat geleuchtet. Immerhin war dann Licht im Raum. Und ja, viele sagen natürlich, Strom ist gefährlich, das soll man Experten machen lassen. Das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, ich würde noch mitgehen, Strom kann gefährlich sein. Und das mit einem Experten würde ich dann streichen. Und ich würde halt ermutigen, auch sowas selbst zu machen. Natürlich wichtig, wir bleiben dabei, Strom kann gefährlich sein. Aber ganz wichtig, Sicherung raus und nicht nur die Sicherung raus. Am besten, also ich würde es schon machen, mit einem Multimeter nochmal wirklich die Leitung prüfen, ist da auch wirklich kein Strom drauf. Weil wer weiß, ob der Sicherungskasten richtig beschriftet ist. Also am sichersten ist, nicht nur Sicherung raus, sondern auch vorher Leitungen mit einem Spannungsmessgerät Multimeter prüfen. Das kann man sich ausleihen oder selbst anschaffen, wenn sich das lohnt. Genau. Also Kronleuchter Aufbau anbringen. Ich werde hier noch ein paar Fotos und Videos mit zusammen reinschneiden. Ich habe nicht alles auf Foto aufgenommen und auch nicht alles auf Video aufgenommen. Ich guck mal, was fällt mir noch Wichtiges ein. Man sieht halt ein paar Bilder, wie ich das montiert habe. Wir haben es mit 2 Dübeln und 2 Schrauben befestigt, 2 dicke Schrauben und 2 dicke Schrauben und ja, Dübeltiefe weiß ich jetzt nicht genau. Na, auf jeden Fall hält der schon ziemlich bombenfest und auch, ich muss es auch sagen, ich finde das lustig. Die Kette, an der der Kronleuchter hängt, das ist ja auch alles noch mit Sicherungsschrauben, also die Gewinde von den Rohren und Stangen, die am Kronleuchter sind, die haben auch noch Sicherungsschrauben, dass sich die Gewinde nicht wieder aufschrauben. Also das ist alles so gesichert und auch an der Decke fest. Da denke ich halt so, es schlägt irgendwie, es gibt eine Explosion, das ganze Glas zerfetzt, aber die Verschraubungen und das an der Decke, das wird trotzdem noch standhalten. Das wirkt halt wirklich alles sehr sicher und bombenfest. Ein paar Teile sind bei der Montage übrig geblieben. Ich guck mal, ob ich es irgendwo auf dem Foto markieren kann. Falls da jemand noch eine Idee hat, warum diese Teile wichtig sein sollten, wo man die benötigt, gerne Bescheid geben. Genau. Da ist aber auch wieder die Frage, ne? Was ist wichtiger? Ist wichtiger, einfach nur der Vorschrift zu folgen, der Anleitung? Oder Hauptsache, die Funktionen sind erfüllt? Also auch wenn jemand, ich muss kurz nachdenken. Ja, es ist halt wie mit dem Kochen eigentlich. Man kann ein Rezept einfach stumpf nachkochen oder man sagt, nee, ich ändere das Rezept ab. Hier bei dem Kronleuchter ist es so, da haben wir ja auch ganz viel Glasschmuck, den man da noch kreativ dranhängen kann. Auch da muss man ja nicht sagen, okay, ich muss jetzt alles dranhängen. Man kann ja immer noch selbst frei entscheiden, wie viel von dem Schmuck möchte ich jetzt dranhängen. Welchen Schmuck möchte ich dranhängen? Will ich das überhaupt? Genau, also jetzt habe ich was zum Thema Strom gesagt, die Gefährlichkeit des Stroms. Ich würde halt tatsächlich immer Menschen ermutigen, sagen, wie mit dem Schwimmen, du kannst auch im Wasser ertrinken. Wasser ist gefährlich, geh niemals schwimmen. Überlass das Schwimmen den Schwimmweltmeistern, aber mach bloß selbst nichts im Wasser, du könntest ertrinken. Kann man auch auf den Strom übertragen. Du kannst im Wasser sterben, du kannst auch durch Strom sterben. Aber wenn du ja weißt, also beim Schwimmen, was hilft gegen Ertrinken? Ja, je nachdem, wo man ist, Strömung sollte man im Kopf haben vielleicht. Man sollte vielleicht schon sicher schwimmen können, wenn man ins tiefe Wasser geht. Also man kann sich ja da schützen und vorbereiten. Man kann an eigenen Fähigkeiten arbeiten, man kann üben. Also ich habe die Ausbildung als Industriemechaniker, das ist etwas Theorie. Aber ich habe halt auch praktisch schon ein bisschen was mit Strom gemacht. Genau, spannend war, fand ich, die Verbindung unten.
wie die Kabel unten anscheinend verbunden, wie es vorgesehen war, wie die Kabel unten verbunden werden sollen. Nicht mit Lüsterklemmen oder sowas, sondern mit so, wie heißt das? Also diese deutsche Übersetzung in der Anleitung war auch irgendwie auch etwas seltsam von den Begrifflichkeiten. Naja, auf jeden Fall gibt es ja schon ein Kronleuchter-Montage-Video. Ich guck mal kurz. Kronleuchter-Montage-Video. Ich versuche mich gerade nochmal darauf zu konzentrieren, was ist bei diesem Kronleuchter anders, groß anders, als bei dem in dem anderen Video. Ich will das andere Video auch hier auch einfach mal kurz einbinden, welches ich meine. Also anders ist auf jeden Fall, ich glaube, der Video von dem Kollegen da, der war eher aus Metall. Hier ist das alles Glas. Muss man halt aufpassen. Glas zerbrechlich. Ja. Also im Vorfeld sagte auch ein Freund, habe ich schon mal einen Kronleuchter aufgebaut und irgendwo angebracht? Ich habe gesagt, nein. Er fragte, ob wir das mal zusammen durchsprechen sollen. Und ich habe aber so gemeint, ja, okay, wenn dir irgendwas Wichtiges einfällt, sag es mir, was ich bedenken soll. Jetzt habe ich die Erfahrung ja selbst gemacht. Ich versuche mich jetzt mal auf die Frage zu konzentrieren, wenn jetzt jemand diesen Kronleuchter kauft in diesem Stil, was würde ich dem empfehlen? Worauf sollte er achten? Ja, okay, Glas, Werkstoff, sich das bewusst machen, wir haben hier Glas, mit dem Strom aufpassen. Ja, aber ist irgendwas, ich überlege gerade, es ist eigentlich nichts aufgetaucht, womit ich nicht gerechnet hatte. Also, was könnte alles passieren, worauf man sich vorbereiten sollte? Ja, bei den Gewinden würde ich aufpassen, dass man darauf achtet, dass alles gerade aufgeschraubt ist. Wir haben hier halt ziemlich viele Gewindestangen, würde ich sagen, von oben nach unten. Da kann halt irgendwie was schief geschraubt sein. Was sind hier noch Herausforderungen? Ach so, ja, also das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis. Der Kollege da im Video, der benutzt zum Verklemmen dieser Hülse unten, um die ganzen, also der Kronleuchter hat ja 6 Arme. Und von jeder Arm hat 2 Drähte. Ich glaube, bei ihm sind die tatsächlich auch braun und blau jeweils. Und dann nimmt er alle braunen zusammen und alle blauen zusammen. Und verbindet das dann mit der Hauptleitung. Und da hat er so eine spezielle Zange. Ich habe dieses Werkzeug nicht. Ich bin relativ minimalistisch. Ich habe nicht für alles ein Werkzeug, weil ich einfach auch nicht so viel Platz habe. Ich habe eine ganz normale Kombizange genommen, damit die Hülse zusammengedrückt. Und das funktioniert ja auch ganz gut. Ich habe also alle 6 plus 1. Ich habe immer jeweils 2-mal, jeweils 7 Drahtenden genommen, die alle aus kleinen, feinen Drähten bestehen, habe das alles genommen und habe das dann ineinander verzwirbelt mit der Zange, mit der Kombizange und dann habe ich das in die Hülse reingesteckt und dann habe ich das verpresst und in der Hülse ist ja so ein Metall, noch in dieser Kunststoffgummihülse ist ja noch eine Metallhülse drin. Die hat sich dann verformt und sollte das Ganze dann nachwirkend in der Form halten und zusammenpressen, dass halt der Strom da leiten kann. Also das ist ja das Grundprinzip, der Strom geht von oben durch die Hauptleitung runter, verteilt sich auf die 6 Arme und fließt zurück. Und die Fließrichtung, die wechselt sich halt permanent, weil es halt Wechselstrom ist. So mein Verständnis. Was gibt es noch zu sagen? Das Besondere war ja auch hier, also was auch noch eine Sache ist, die also Angst vor dem elektrischen Schlag ist ja das eine. Dann gibt was noch als zweites wichtig ist, ist natürlich das zweite, was natürlich wichtig ist, man sollte eigentlich nicht ins Kabel reinbohren. Da gibt es ja auch spezielle Messgeräte, um zu gucken, ob da Leitungen sind. Das Spannende hier gab es 3 Lichtschalter. Also da sollte man halt, das ist auch ein Tipp, man sollte danach gehen, wo sind die Lichtschalter? Wie könnten ungefähr von den 3 Lichtschaltern, hier waren es 3 Lichtschalter, die Kabel gehen zu der Stelle, wo die Kabel aus der Decke rauskommen. Und ja, da nach Möglichkeit am besten nicht reinbohren. Wir hatten auch geplant, 3 Löcher zu setzen. Es sind am Ende nur 2 geworden, wo 2
Zwei reichen aber aus. Beim dritten ging es nicht weiter. Ist der Armierungsstahl, irgendwas ist da halt gewesen. Wer da weiß, was es ist, gerne kommentieren. Da können ja auch wieder, kann die ganze Community ja wieder profitieren, was da gewesen sein könnte. Der Bohrer ist vielleicht gerade mal 7 mm reingegangen. Dann hat er sich dann auch im Schnellspannfutter von der Bohrmaschine gelockert. Da ist er auf irgendwas Knallhartes direkt gestoßen. Genau, also mit den Leitungen aufpassen, Lichtschalter zur Orientierung nutzen. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie das von der Wahrscheinlichkeit aussieht, von der Statistik. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin ein Fall, der hat gebohrt und gab drei Lichtschalter, sogar drei Lichtschalter, die dann da anscheinend hinführen. Und alle drei Lichtschalter funktionieren. Und ja, genau. Also es ist einfach immer sehr viel Risiko. Ich habe dann aber auch nochmal bedacht, es gibt ja sogar Experten, es gibt Ärzte, es gibt Handwerker, es gibt sogar Experten. Selbst die machen noch Fehler. Also das darf man halt nicht vergessen. Also womit misst man sich? Also und ja, es ist halt immer so, wenn ein Fehler passiert, kann man immer sagen, ja, habe ich doch gewusst. Ja, aber so ist es halt immer. Stell dir vor, du läufst draußen, da fällst du auf die Nase. Und dann sagt jemand, ich habe dir doch gesagt, du sollst draußen nicht laufen. Ich habe dir immer gesagt, du könntest draußen hinfallen, jetzt bist du hingefallen. Ich habe es doch gewusst. Ja, das kann halt passieren, ne? So ist es halt immer mit Fehlern. Ja, Risikoanalyse ist halt wichtig. Ich würde auf jeden Fall jedem einfach empfehlen. Was ist noch wichtig? Geduld. Genau, ich würde sagen, also meine Hauptkompetenzen sind einfach ja Geduld und Kreativität. Also Geduld. Wir machen das alles ganz in Ruhe. Wir machen nichts mit Zeitdruck. Wir machen so lange, wie es dauert. Vielleicht dauert es 2 Tage. Ich plane mal für den Kronleuchter hatte ich eingeplant von ungefähr 11 bis 18. Ich hatte schon sicherheitshalber bis 6 Stunden maximal eingerechnet. Weil wer weiß, du hast einen Plan und am Ende geht es dann doch anders. Der Lüsterklemmen hatte ich zur Sicherheit dabei. Bohrmaschine, Bohrer, Schraubenschlüssel, Schraubendreher. Ja, es wird auch alles gebraucht soweit. Bei diesem Kronleuchter war kein Schraubenschlüssel mit dabei. Vielleicht war ursprünglich mal einer da, aber der ist heute nicht da gewesen. Wie auch immer, Schraubenschlüssel braucht man halt schon, um die Muttern festzuziehen. Schraubendreher, Schlitz für die Lüsterklemmen, wenn man welche benutzt. Schraubendreher für die Sicherungsschrauben. Was gibt es noch zu sagen? Was finde ich noch wichtig? Ja, wer Fragen hat, einfach kommentieren unter das Video. Wer Fragen hat, Geduld, Kreativität. Also oft hapert es schon einfach an der Geduld, weil die Leute, dann klappt irgendwas nicht, irgendwas hängt nicht, die Leute rasten aus. Ich musste auch einmal kurz fluchen. Ja, die meiste Zeit bin ich eigentlich ziemlich ruhig und gelassen. Ja, hängt das jetzt. Aber wenn auch was schief geht, dann ist auch immer die Frage, ja, bin ich selbst jetzt das Problem oder ist das schlechte Qualität? Also das ist ja auch, glaube ich, auch bei Regalaufbau und sowas immer die Frage, wer ist das Problem? Ich mit meiner Kompetenz oder ist es einfach schlechte Qualität? Ist der Hersteller schuld? Ja, schwierig, das auch zu trennen. Ja, ich glaube, ich belasse es jetzt erstmal dabei. Mir fällt jetzt nichts mehr weiter ein. Ja, genau, also bei Fragen einfach kommentieren. Und falls mir noch was einfällt, haue ich das einfach dann als Text in die Beschreibung rein. Ah, das haue ich jetzt doch noch ans Ende rein. Also ich persönlich habe ungefähr für Aufbau bis Montage 4 Stunden gebraucht. 11 plus 4 bis 11 bis 15 Uhr.
lasst euch nicht stressen, wenn es andere schneller können. Also ich persönlich gehe halt nicht nach der Zeit, sondern ich möchte es halt gut machen, ohne Stress, und dann passieren auch weniger Fehler. Genau, was gibt es dann noch zu sagen zur Zeit? 4 Stunden. Wie war der grobe Ablauf? Erstmal, wie immer, auch beim Regalaufbau, erstmal Überblick verschaffen. Wie ist der Stand? Was haben wir für Teile? Wie lassen sich die ganzen Einzelteile sortieren und ordnen? Dann eine Vision entwickeln. Wie könnte das am Ende alles zusammenhängen? Dann Step by Step aufbauen. Und am besten immer, wie bei Beppo der Straßenkehrer von Michael Endes Momo, einfach erstmal immer auf den nächsten Schritt fokussieren. Sich nicht wahnsinnig machen lassen, also gerade halt bei diesen ganzen Glasteilen und Glasketten, bei diesen ganzen Tütchen. Also wenn man zu viel daran denkt, glaube ich, könnte man wahnsinnig werden. Oh Gott, so viele Glasteile, wie lange wird das wohl dauern, die alle dran zu hängen und da einfach ausblenden. Step by step auf den nächsten Schritten, irgendwann ist man fertig. Klar, ein bisschen Zeitmanagement, das Grobe sollte, könnte man schon abschätzen. Aber wichtig war, also hier war der Fokus erstmal ganz wichtig, mit betätigten Lichtschaltern alle Lampen leuchten. Das war erstmal das erste Ziel. Auch nach dem Bohren erstmal prüfen, gehen die Lichtschalter, alle drei leuchten die Lampen nach dem Bohren, das geprüft. Das würde ich sagen, ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Auch nachdem ganz unten, die Kabel verbunden waren von den 6 Armen des Kronleuchters. Danach auch erstmal testen, den Stromkreislauf. Genau. Achso, noch ein ganz wichtiger Hinweis. Ich meine, als Video Creator möchte ich dann natürlich auch andere ermutigen, wenn ihr irgendwie auf YouTube was vermisst, irgendwie denkt, ihr habt eine Idee, das könnte anderen Mehrwert bieten, haut es auf YouTube rein. Habt keine Angst vor Hasskommentaren oder irgendwelchen Trollen, die meinen, zu gefährlich, bla bla. Solche Leute wird es immer geben. Es gibt immer Leute, die ihre Angst auf andere projizieren. Es gibt immer Leute, nein, macht das nicht. Es gibt immer Leute, die euch beleidigen. Es gibt immer Leute mit dieser und jener Meinung. Fokussiert euch einfach auf den Mehrwert, den das bieten kann. Alles Mögliche kann böse und falsch verstanden werden. Das ist einfach, man kennt ja die heutige Zeit. Deswegen traut sich ja auch kaum noch jemand, die Meinung zu äußern oder irgendwas zu machen, nach außen zu tragen, weil es gibt immer irgendwelche Leute, die was dagegen sagen, und dann ja, ist am Ende alles verstummt und keiner sagt mehr was und keiner macht mehr was, weil jeder hat Angst vor Fehlern, jeder hat Angst irgendwie, dass da irgendwas kommt. Lasst euch davon nicht unterkriegen.